Italien hat mehr zu bieten als nur Pizza und Nudeln. Hallo und herzlich willkommen bei Janas Hot Kitchen. Erstmal vielen Dank an euch für eure zahlreichen Nachrichten und Antworten, insbesondere zu dem Thema Musik auf meinem Kanal. Da habt ihr fleißig geschrieben. Vielen Dank dafür. So, was machen wir heute? Heute machen wir ein toskanisches Gemüsefarro. Und das Rezept ist so, dass ihr das alle nachkochen könnt, ohne 100 Supermärkte aufzusuchen und dann festzustellen, Mensch, dieses Lebensmittel bekomme ich hier auch nicht und müsst einen Feinkostladen oder ein italienisches Fachgeschäft aufsuchen. Ich habe das Rezept jetzt extra so gemacht, dass wir das nicht müssen, uns die Hacken wund laufen. Also seid gespannt. Es ist ein richtig interessantes Rezept. Könnt ihr sowohl im Sommer essen, auch kalt oder warm oder im Winter. Also für jede Saison und jede Jahreszeit. Wir legen los. Zuerst schnibbel ich hier 2 Staudensellerie-Stangen. Schaut mal, die hacke ich jetzt sehr fein. Dann habe ich hier 2 Karotten, ebenfalls sehr fein hacken oder in sehr dünne Scheiben schneiden. So, dann kommen wir zu der ersten Zutat, die ich so ein bisschen austausche. Ich habe hier 50 Gramm Frühstücksspeck. Normalerweise kommt hier Pancetta rein, das ist ein italienischer, luftgetrockneter Speck, auch etwas magerer als normaler Bauchspeck. Schmeckt natürlich viel aromatischer mit den ganzen Kräutern, luftgetrocknet. Aber den bekommt ihr nicht so einfach im Supermarkt. Deswegen nehme ich jetzt hier Frühstücksspeck. Schaut mal, ich einmal umgeklappt. Und dann schneide ich hier so Streifen. Und meine Lieben, ich werde ja nicht müde, euch daran zu erinnern, wenn ihr mal was nachgekocht habt oder gebacken, schickt mir doch mal eure Fotos zu. Die Mailadresse dazu schiebe ich hier unten nochmal rein. Also ich warte drauf. Ordentlich Öl. Und jetzt dünste ich nur ganz leicht erstmal die Staudensellerie und Karotte an. Eine gewürfelte Zwiebel. Und das lasse ich jetzt hier vor sich hin dünsten für 5 Minuten. Jetzt rühre ich den Speck unter. Jetzt brate ich das nochmal für 1 Minute etwas kräftiger an. So, jetzt kommt die nächste Zutat, die ich einmal quasi ein bisschen ersetze. Hier habe ich 70 Gramm Dinkel wie Reis. Normalerweise nehmt ihr hier 70 Gramm Farro, aber das bekommen wir auch nicht so einfach im Supermarkt. Das ist ein Gemisch aus Emmer und Dinkel. Das geht aber auch hervorragend, also hat vom Geschmack her irgendwie keinen Unterschied. Kurz mit anschwitzen lassen. Dann gebe ich dazu 2 Knoblauchzehen. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, das lösche ich jetzt ab mit 400 Gramm stückige Tomaten und 800 Milliliter Rinderfond. Dann habe ich hier ein Schälchen getrockneter Thymian.
Schaut mal, so viel ungefähr. Dann Pfeffer und Salz und eine Prise Zucker. Dann lasse ich jetzt einmal aufkochen. Dann stelle ich die Hitze runter, Deckel drauf und für 30 Minuten köcheln lassen. Hier habe ich 400 Gramm Berlotti-Bohnen abgetropft, vorher schon vorgegart. Sind sehr reich an Eiweiß, Mineralstoffe, schmecken köstlich. Gibt aber viele Menschen, die mögen gar keine Bohnen. Und da habe ich so eine brennende Frage, die mich interessiert. Habt ihr ein Gericht, wo ihr sagt, Mensch, das werde ich nie essen? Das geht nicht. Und dann habt ihr das mal gegessen und seitdem landet das bei euch immer auf dem Teller. Das würde mich mal interessieren, was das ist. Schreibt mir das bitte mal. Ich habe hier in einem Video schon mal gesagt, wie das so bei mir aussieht, so wie Schwarzwälder Kirschtorte. Habe ich mich immer noch nicht rangetraut. Vielleicht backe ich hier noch mal eine, muss ich mal sehen. Und dann, ja, Meeresfrüchte ist auch nicht so meins, ne? 400 Gramm Berlotti-Bohnen mit unterrühren und dann noch mal so für 10 Minuten mit durchziehen lassen. Und dann schmecken wir gleich mal ab und dann ist es auch schon soweit. Und fertig. Dann fülle ich mir mal auf. Dann kommt noch ein Schwung Parmesan. Drüber natürlich, das darf ja nicht fehlen. Das ist auch ein bisschen Basilikum. Schon wieder kochend heiß hier. Oh, ist die köstlich. Sau köstlich, darf man das so sagen. Schmeckt wirklich richtig gut. Zudem, die hält lange satt. Und wenn sie abgekühlt ist, nachher im Sommer und es ist draußen so heiß, könnt ihr die auch kalt essen. Schmeckt immer noch köstlich. Sieht hübsch aus. Also alles richtig gemacht. Holt eure Kochsachen raus. Viel Spaß beim Nachkochen. Hier ist jetzt die Einkaufsliste. Ach ja, in die Videobeschreibung schreibe ich dann die Zutaten rein. Zum Beispiel Farro, wenn ihr das bekommt, oder Pancetta oder Speck. Dann nehmt natürlich den. Aber ansonsten, hier ist die Einkaufsliste, die Zutaten, die ich benutze. Und ciao, ciao.